Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Sailor Moon Fragen Special. Ja, wir haben ja versprochen, dass wir sowas auch mal wieder machen und ihr habt auf unsere Nachfrage hin doch einiges an Fragen gestellt. Deshalb gibt es jetzt ein extra Video, wo wir diese beantworten werden. Und wir sind die Sailor Cat und... Das Mad Wuhu! Eye. Ja, ein paar Fragen ist gut. Minimal, aber die einige dieser Fragenblöcke kamen auch schon vor der Aufforderung rein. Ich habe heute ins Fragenpostfach geguckt und habe gedacht, was zum Teufel ist hier passiert? Tja, wir hoffen, wir können euch helfen. Wir geben unser Bestes. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an mit einer Frage von Sailor Love. Hi, ihr Lieben. Hi. Hi. Falls ihr irgendwann noch ein Fragespecial zu Sailor Moon machen werdet, hätte ich hier noch Fragen. Wunderbar. Jetzt ist es soweit. Erstens, wenn keiner durch die Raumzeitpforte darf, wofür gibt es das Ding dann? Haben wir, glaube ich, irgendwann im Podcast mal gesagt, dass es dafür keinen logischen Grund gibt, aber ich habe eine Theorie. Ja. Ich weiß nicht genau warum, aber ich hatte die Theorie, dass irgendwie diese Raumzeit irgendwann mal durch irgendwas kaputt gegangen ist und man hat das Tor da quasi hingebaut als Stöpsel, weil ganz zu ging halt nicht mehr. Ja, also quasi so als, ja, jetzt ist hier schon mal ein Loch in der Raumzeit, dann bauen wir halt wenigstens eine Tür davor. Und stellen Wächter auf, der gewissenhaft seinen Job macht und niemanden. Ach, vergesst es. Ja, oder es ist halt als so eine Art Notfalltür gedacht. Aber es wirkt halt auch nicht so, weil Pluto will ja erstmal Sailor Moon und Co. auch nicht. Ja, das ist, ja, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, in irgendeiner Version will sie Sailor Moon und Co. auch nicht durchlassen, nachdem sie weiß, wer das ist. Ja, ich glaube, im Anime ist ihr das ziemlich wurscht, dass das Sailor Moon ist, Ja, da. also im Manga ist ja dann ganz schnell, ach, ihr seid das, Small Lady hat euch mitgebracht, ja dann. Ja, Aber. im Anime will sie ja sogar Sailor Moon umhauen, aber und hört dann erst damit auf, als Chibiusa auftaucht. Ja, also es gibt keine richtig logische Erklärung dafür. Eine zweite Frage, auch immer noch von Sailor Love. Wenn das Sailor Quartett Schwestern sein sollen, wie können sie dann Sanji von unterschiedlichen Zwergplaneten sein? Fuck, das ist eine verdammt gute Frage. Sind sie denn überhaupt Schwestern? Keine Ahnung, sind Ich sie? werde mal, ich guck mal ganz kurz. Du, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich dachte, ich glaube schon, dass sie Schwestern sind, aber. Für mich sind sie primär Gören. Ja, warte, das muss ich jetzt googeln, bevor ich hier irgendeinen Mist rede. Dafür, für Mistreden sind wir doch eigentlich hier. Okay, Vicky Moon sagt, die sind Schwestern. Tja, dann, ja, gute Frage. Ja, stimmt, also darüber habe ich jetzt noch nie so wirklich nachgedacht, aber. Ja, das ist echt weird. Vor allem die Planeten, zu denen, die haben auch nichts miteinander zu tun, außer dass die halt alle irgendwo im Asteroidengürtel rumdümpeln, ne? Ja, die werden aber gerne mal zusammen genannt, glaube ich. Ja, wirklich? Weil ich glaube, ist nicht eh nur einer davon tatsächlich auch ein Zwergplanet und der Rest sind einfach nur Klumpen? Ja, Ceres ist der Zwergplanet, aber ich glaube, die anderen vier waren zumindest eine Weile lang Kandidaten. Da hat man, glaube ich, früher zumindest gedacht, das wären auch welche. Also Tja. deshalb könnte es kann gut sein, dass die schon eine Verbindung haben. Hi, hier ist Sailor Cat, die mittlerweile auf Wikipedia war. Und es ist sogar so, dass diese Asteroiden im 19. Jahrhundert sogar als vollwertige Planeten zählten. Ja, deshalb gab es im Jahre 1846 sogar 13 Planeten insgesamt. Aber dann wurde halt später die Kategorie Asteroiden oder Planetoiden eingeführt. Und Ceres erfüllt halt von denen als einziger die Anforderungen an einen Zwergplaneten, der ist halt auch einigermaßen rund, während die anderen jetzt eher so unregelmäßig geformte Felsbrocken sind. Also ja, die haben schon eine Verbindung, denn sie wurden ja alle mal als vollwertige Planeten gesehen. Dazu zählt übrigens auch Astraea. Auch man könnte es höchstens noch irgendwie erklären, ja, die Planeten, also die Asteroiden hängen irgendwie zusammen aus irgendwelchen Gründen und deshalb kann man sie trotzdem als Schwestern betiteln oder so. Aber das ist schon weird. Das klingt für mich nach undurchdachtem Bullshit. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Okay, dritte Frage. Diese Frage kann vielleicht Leni beantworten. Die ist jetzt leider nicht hier, deswegen werden wir es mal versuchen. Ich kann es beantworten. Ich denke, ich lese schon die Frage, ich denke, das kann ich auch beantworten. Wieso wird Vesves in den Ceramius Beso Beso genannt? Beso Beso ist doch eine deutsche Übersetzung. Ich nehme an, es bezieht sich auf Lenis Übersetzung.
Ja, also ich bin gerade nicht sicher, ob du jetzt meinst in den Untertiteln oder im Musical selber, also dass sie das so aussprechen. Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz weiter ausholen. Also es ist generell so, im Japanischen gibt es halt nur gewisse Laute. Also da gibt es halt manche Laute, die existieren da nicht. Zum Beispiel ein V existiert da nicht oder auch ein L. Und deshalb muss man das halt, vor allem halt ausländische Wörter, immer umschreiben in die japanischen Schriftzeichen und damit spricht man es halt dann auch aus. Also man legt sich das so ein bisschen zurecht, dass es dann doch in die japanische Aussprache reinpasst. Ja, wenn du halt jetzt Wes-Wes haben möchtest, geht ja nicht, denn es gibt ja kein V, du brauchst stattdessen ein B und es kann kein S am Ende stehen, du brauchst dahinter noch ein U. Das Ding ist halt jetzt, Wes-Wes ist eigentlich der richtige Name, weil das ist ja das, was gewollt war. So heißt, also der Planet heißt ja auch Vesta. Aber im Japanischen heißt es dann trotzdem Besu-Besu eigentlich. Also so wird es geschrieben und ausgesprochen, aber gemeint ist trotzdem Wes-Wes. Ich weiß, verwirrend. Und in der deutschen Version hat man halt einfach die japanische Aussprache übernommen, aber halt nicht gecheckt, dass das eigentlich was anderes heißen soll und dass die das einfach nur so aussprechen. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Das, okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass du die ganz große Erklärung auspackst. Ja, weil ich glaube, hier kommt dann später auch noch eine Frage Ja, dazu. die Frage mit Para-Para, das habe ich auch gesehen. Genau, also, Gleiche Erklärung. ja, wie gesagt, also eigentlich heißt es im Japanischen auch Para-Para und Besu-Besu, aber Der es ist Planet halt heißt was halt anderes Pallas. gemeint, weil man, ja, man musste es halt irgendwie verändern, damit es im Japanischen funktionieren kann. Und ja, warum das in dem Musical so drinsteht, wahrscheinlich, weil man sich da mehr am Anime orientieren wollte, vielleicht. Du bist echt gut. Also ich hätte jetzt tatsächlich das mit den Lauten und so weiter und warum überhaupt Beso Beso und Wes Wes, das hätte ich jetzt tatsächlich glatt vorausgesetzt einfach. Wow. Ja, Gut, dass du es nochmal gesagt hast. das weiß ja jetzt vielleicht auch nicht jeder. Nee, ich weiß, aber ich hätte es jetzt vorausgesetzt und es wäre wahrscheinlich keine so gute Idee gewesen. Okay, vierte Frage. Apropos Schwestern. Wenn auf einem Himmelskörper Zwillingsmädchen geboren werden, wer bekommt dann die Sentry-Kräfte? Beide oder nur eine? Sowas wäre doch mal eine Idee für ein neues Serami oder einen Film, wo genau dieses Thema behandelt wird. Nein. Also ich vermute jetzt einfach mal, das ist gar nicht möglich, dass es halt Sailor Senshi Zwillingsmädchen geboren werden. Was ist. Ja gut, das ist ein Sonderfall, aber was ist mit Munemushune und der anderen? Das ist auch wieder so ein Fall wie beim Sailor Quartett. Die stammen ja von einem Doppelsternsystem. Also ja, da gehören die Sterne zwar schon zusammen, aber es sind ja eigentlich trotzdem zwei Sterne und die sind aber trotzdem Schwestern. Aber daher gibt's halt noch mehr Sinn als bei den Asteroiden. Wobei sie relativ einzigartig darin sind, dass sie tatsächlich ihre Kräfte von Sternen bekommen. Ja, das ist immer nicht ganz so eindeutig. Bei KQ steht ja auch irgendwie Star dabei, aber es wird nicht so genau erklärt, weil Kinmoku wirkt irgendwie trotzdem wie ein Planet. Naja, es ist verwirrend. Okay. Wieso wirkt es immer so, als hätte Neo Queen Serenity das meiste zu reagieren? Ich vermute, du meinst regieren. Und King Endymion ist einfach nur der Ehemann der Königin. Weil es wird irgendwie gefühlt immer nur über Neo Queens Herrschaft geredet und King Endymions Herrschaft wird kaum erwähnt. Ja. Hast du gut erkannt. Naja. Da macht sich sogar das eine Yume-Musical, wo es um Silver Millennium, glaube ich. Nee, das war Chaos No Tanpure. Das macht sich drüber lustig. Naja. Also ich finde aber nicht, dass es jetzt so direkt wirkt. Also man hat schon das Gefühl, dass King Endymion auch mitregiert und auch Sachen macht. Nicht, dass man wirklich was sehen würde, dass Neo Queen regiert. Die ist halt einfach da. Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass King Endymion auch was macht. Und ja, selbst wenn nicht, dann ist es ja irgendwie trotzdem logisch, weil Neo Queen halt einfach den effing Silberkristall hat. Die stärkste Macht im Universum. Also natürlich ist sie dann vielleicht ein bisschen wichtiger in dem Sinne. Ja, aber es ist schon ein bisschen dreist, ne? Einfach in die Erdenherrschaft einheiraten und sie dann übernehmen. Tja. Well played! Sie hätte ja auch ihre Bruchbude von Mond regieren können. Ihre Bruchbude von Mond. Wow. Ja, der Mond sieht jetzt nicht gerade wohnlich aus, selbst mit einem wieder. Selbst wenn das Mooncastle wieder steht. Nee. Ach so, ja, und warum. Die eigentliche Frage, warum? Ja, weil ist so.
Weil sie den Silberkristall hat und deshalb mächtiger ist. Und weil der Anime Sailor Moon heißt. Ja, und außerdem regiert sie sowieso nicht, ihr scheint einfach nur die Sonne aus dem Arsch. Tja. Ja, wie soll man das denn sonst nennen? Die macht doch nichts. Die ist einfach da und deshalb geht's allen gut. Ja, gefühlt schon. Man, ich weiß es nicht. Es wird halt leider nicht wirklich gezeigt. Ich hätte auch gern mehr davon gesehen, wie das überhaupt funktioniert im Crystal Tokyo. Und ich meine, beide mir bekannten Versuche, irgendwie zu erklären, wie es da aussieht, sind nicht besonders gut gelungen. Another Story und? Einmal Another Story und einmal so ganz grob, muss man sich fast schon zusammenreimen, alles, was mit Black Moon zu tun hat. Ja, okay. Aber da erfährt man ja auch nicht viel. Da erfährt man ja Nee. in Another Story noch mehr. Ja, aber in Another Story ist halt auch nur, boah, allen geht's gut, das finde ich scheiße, was haben die Römer je für uns getan? So, wieso haben die Senshi so wenige Attacken? Findest du es wenige? Ich Okay. finde das eigentlich auch nicht wenig. Im Manga haben sie ein bisschen mehr. Ja, aber ja, gut, wenn du die ganzen. Also wenn du zum Beispiel sowas wie, wie heißt es, Fire Soul, Bird im Bird, Anime. danke. Also wenn, da gibt es ja noch andere von, die ich mir immer nicht merken kann. Wenn du die auch noch alle mitzählst, dann sind es, glaube ich, gar nicht mal weniger. Naja, also der Manga hat schon mehr. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es wenige sind. Also ich meine, ja, im Anime ist es natürlich, da wirkt es halt wenig, weil es so unfassbar viele Folgen sind und weil da natürlich dann immer die gleichen Sprüche verwendet werden. Ja, Aber im Manga. wäre schön, wenn sie wirklich konstant die gleichen Sprüche verwenden würden. Ja, Feuerstrahl flieg. im Japanischen. Aber im Manga, da geht ja die Story sowieso so schnell und da haben sie ja dann auch noch mehr Attacken. Da wirkt es überhaupt nicht wenig, da wirkt es sogar teilweise ein bisschen viel. Ja, im Manga haben die ja gefühlt jedes dritte Kapitel eine neue Attacke, und zwar alle. Ja, also das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, außer im Anime. Da ist es wirklich ein bisschen wenig. Da verstehe ich auch nicht, warum sie so viele Manga-Attacken einfach nicht benutzt haben. Aber ich habe auch im Anime jetzt nicht das Gefühl, oh Mann, das sind aber wenig Attacken. Also, bevor ich den Manga kannte, hat mir da nichts gefehlt. Ich habe nicht gedacht, jetzt wird's aber Ja, langsam langweilig oder so. das stimmt, aber wenn man weiß, da sind noch mehr Attacken und man weiß, es sind so ultra viele Folgen, dann denkt man sich schon, man hätte da noch ein paar mehr einbauen können. Es geht noch weiter. Ich denke, wenn sie mehr Attacken zur Verfügung hätten, wären die Kämpfe vielleicht auch etwas spannender. Glaube ich nicht, sie machen ja nicht mal aus den Attacken, was diese haben. Ja, also wenn, dann müsste man da anders ansetzen. Und halt nicht machen, dass Usagi einfach jeden Dämon wegfetzt, sondern dass auch mal die anderen mehr machen können. Weil es läuft halt immer nur darauf hinaus, ja, Usagi macht ihre Attacke und das war's dann. Also wenn, dann hätte man das so machen müssen, dass die Kämpfe spannender werden und nicht mit, wir bringen jetzt alle 10 Folgen eine neue Attacke. Okay. Wieso hat nur Usagi Geschwister? Ich weiß nicht, wie das in Japan ist, aber ist es nicht schon komisch, dass keine der anderen Senshi Geschwister haben? Ich kann mir denken, dass die nicht gezeigt werden, weil die über die Handlung nicht relevant wären. Nee, sie haben keine. Naja, sie haben keine, aber ja, sie werden halt nicht gezeigt, weil es einfach nicht relevant wäre und weil es halt, ja, weil man halt einfach nicht noch mehr Figuren braucht, wenn man aus denen dann eh nicht wirklich was macht. Und so abwegig ist das gar nicht. Ja, in Japan tickt eine unglaubliche demografische Bombe. Das ist noch schlimmer als in Deutschland. Es gibt auch noch so eine Theorie, dass die Senshi generell sehr wenige Bezugspersonen haben, also keine Freunde, teilweise weniger oder gar keine Elternteile, keine Geschwister, dass sie sich mehr auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Ich weiß, voll die traurige Theorie. Und irgendwie, nee, da nicht nur traurig, irgendwie finster, so. Die Ja. kriegen ja eh schon nichts, was sie wollen, ne? Ja, ich weiß. Also ich glaube auch eigentlich nicht, dass das der Grund ist. Aber das ist eine Theorie. So, die nächste Frage ist die, die sich um Parapara dreht. Die haben wir eigentlich schon beantwortet. Ja, Also, ne, genau. es ist halt im, ja, es gibt Parapara halt. heißt im Japanischen eigentlich auch Parapara, nur im Deutschen müsste man ja dann eigentlich Palapala sagen, weil der Zwerg, der Asteroid Pallas heißt. Steht auch hinter, ich erinnere mich da an den Kardian Vampil, der im japanischen Vampiro heißt. Ja. Heißt er? Ja, wie denn sonst? Ja, wie haben sie es denn geschafft, daraus Vampil zu machen und nicht einfach Vampir? Naja. Also was passiert halt generell mal, dass man sich denkt, oh, da ist ein R im Japanischen, wahrscheinlich haben sie ein L gemeint.
Ich weiß, bei diesem Wort ist das extra weird, weil man müsste sich denken können, dass es Vampir heißt, aber. Was könnte dieses Wort bei Vampir? Ah, Quatsch! Ja, aber solche Fehler passieren öfters mal. Ich möchte rückblickend auch nochmal erwähnen, vielleicht wäre es im Deutschen aber auch einfach komisch gekommen, wenn das Monster Vampir heißt. Vielleicht haben sie sich gedacht, ja, das klingt nicht nach einem Monsternamen, das müssen wir noch ein bisschen ändern. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Ich habe immer gedacht, der heißt ganz anders im Japanischen. Okay, vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Liebe Grüße, Sailor Love. Und es geht auch weiter mit Sailor Love. Genau, nächste Frage von Sailor Love. Hallöchen nochmal, hier sind noch ein paar Fragen. Wuhu! Ich hätte dich fast applaudiert. Besser nicht. Ich habe jetzt zum zweiten Mal angefangen, My Little Pony zu schauen. Das ist ein spannender Anfang. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Mir ist diese Frage eingefallen. Wenn die Senshi in der Welt von My Little Pony leben würden, da lege ich dir mal das My Little Pony Sailor Moon Crossover, das einige Fans gemacht haben, ans Herz. Das ist, du schmeißt dich weg, das ist Ja, Knaller. das ist wirklich sehr witzig. Wie würden denn deren Schönheitsflecken aussehen? Ich weiß, dass es schon Fanarts von den Senshi als Pony gibt. Übrigens nicht nur Fanart, sondern sogar in den offiziellen Comics als Hintergrundcharaktere. Und da die Planeten Symbole als Schönheitsflecken haben. Aber das ist mir zu langweilig, was die Senshi als Schönheitsflecken haben könnten. So, jetzt kommen Vorschläge, aber ich sage, bevor ich die lese, würde ich sagen, machen wir erstmal unsere. Ja, gut. Usagi kriegt, auch wenn es langweilig ist, natürlich einen Mond. Ja, finde ich auch. Ja, Planetensymbole, okay, bin ich jetzt auch, also sage ich jetzt auch, das ist ein bisschen langweilig, aber der Mond muss schon sein eigentlich. Ami, ich würde dir glatt eine Harfe geben. Eine Harfe, ich weiß Ich nicht. weiß nicht, irgendwie sehe ich sie so mit einer Harfe. Ich würde ihr entweder ein Buch geben oder Wasser oder so. Okay, Rei kriegt Pfeil und Bogen. Ja, auch nicht schlecht. Was hättest du ihr gegeben? Ich denke jetzt irgendwie gerade an die Elemente, aber das ist auch nicht immer so geil. Aber ja, so Feuer oder so, oder bei Jupiter dann Blitze, wär natürlich auch eine Sache, die man machen könnte. Und dann Jupiter würde ich in der Tat den Blitz geben. Was kommt denn jetzt? Venus. Ja, die kriegt ein Herz. Was Ja. sonst? Oder ein Mikrofon. Da bin ich jetzt immer so hin und her gerissen. Will ich jetzt was, was die Senshi repräsentiert, also so elementmäßig, oder will ich was, was einfach die zivile Person charakterisiert? Ja, ich verstehe. Okay. Bei Mako könnte man ansonsten vielleicht noch irgendwas mit Kochen machen. Ein So Kochen. Ein Löffel. ein Reisbällchen. Reisbällchen als Schönheitsfleck? Ja, okay. Weil doch das auch das war, wodurch sie sich mit Usagi angefreundet hat. Ja, okay. Fühle ich. Okay, Haruka? Haruka. Wenn es nicht der Wind ist, ist es Ja, wie vielleicht ein sieht denn der Wind Auto. aus? Ja, du kannst ja so ein bisschen künstlerisch zeichnen, so ein Kringel, weißt du, so eine Spirale, sowas ähnliches. Also das Wasser, das Luftbändiger-Emblem. Zum Beispiel. Oder ein Auto. Ein Auto als Schönheitsfleck ist ein bisschen zu detailliert, oder? Ja, dann ist es halt so ein Cartoon-Auto. Ich weiß, es sieht doof aus. Aber was fällt mir denn? Sonst fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Ein Säbel. Auch nicht schlecht. Bei Bichiro, wenn es kein Wasser ist, ist es eine Geige. Ja, da brauchst du gar nicht drüber reden. Eine Geige und eine Zitrone. Bei Pluto würde ich so eine Uhr nehmen oder so. Ja, aber dann Oder. so eine Taschenuhr. Sonst ist das gleiche wie bei Dr. Hooves. Hotaru. Es klingt langweilig, aber ich würde ihr tatsächlich einfach ein Tomoe geben. Aber was hat das denn jetzt mit ihr zu tun, außer dem Nachnamen? Ich sag ja, klingt langweilig, aber das wär's bei mir einfach. Weil eine Sense ist irgendwie zu düster für ein Pony und Ja, vielleicht so ein Glühwürmchen oder sowas, irgendwas Leuchtendes. ja, aber wie stellst du denn. Die Schönheitsflecken sind ja immer ultra stilisiert. Ja, ich weiß, es ist echt schwierig. Okay, dann. Ach, ich sehe gerade, Chipusa gibt's wohl auch noch. Vielleicht einfach Nein, auch ich. Herzen, aber anders als bei Minako oder ein anderer Mond. Ein Vollmond mit den Umrissen des Hasen drin. Ja, an so ein Häschen hätte ich auch gedacht. Okay, dann was haben wir denn hier für Vorschläge? Usagi, ein rotes Herz. Okay, Ami, ein Buch, den gewinnst du.
Rey, irgendein japanisches Schriftzeichen. Also wenn dann schon das für Feuer. Mako, ein Kochlöffel, aha. Minako, ein Mikrofon, aha. Haruka, ein Autoreifen. Ein Rad wäre auch nicht schlecht, stimmt eigentlich, Ja, ne? stimmt, das ist besser als ein Auto. Michiro, eine Geige. Setsuna, ist dir nichts eingefallen. Okay. Hotaru, ein Licht. Wie sieht denn ein Licht aus? Ja, eben, das ist Ich schwierig. sehe gerade eine Glühbirne. Das haut Eine überhaupt nicht hin. Glühbirne. Aber vielleicht eine Laterne. Oder eine Lampe, sie sammelt ja Lampen. Ja, weil ich meine, eine Laterne kannst du relativ einfach erkennbar zeichnen. Das erkennst du sofort. Ja. Chibiusa, ein pinkes Herz. Ach so. Mir ist gerade auch gerade noch eingefallen. Ja, Ray könnte ja auch so ein Ufo da drauf haben, so ein Bandzettel. Ja, Vielleicht, geht auch so gerade vielleicht. noch. Zweitens, in welchen Hogwarts-Häusern wären die Nebencharaktere? Okay, mit Nebencharakteren sind jetzt die gemeint, die in mehr als 2 Folgen auftauchen. Oh Gott, da Aber machen wir jetzt nicht mit allen. hatten wir nicht diese Frage auch schon, also auch schon mit den Nebencharakteren? Hatten wir echt? Ich erinnere mich, dass wir sie mal mit den Hauptfiguren hatten. Ich weiß, ich habe irgend sowas im Kopf, aber ich wüsste auch nicht mehr. Aber die Antwort ist sowieso ganz einfach, weil alle Nebenfiguren sind in Hufflepuff fertig. Ja, das Schlimme ist, wahrscheinlich ist es halt wirklich so. Außer vielleicht noch Umino, Slytherin oder sowas. Aber die meisten Nebencharaktere sind halt einfach nur, ja, hi, ich bin Mr. McNice Guy oder ich bin Mrs. McNice Girl. Also das kleine Schwert, nur in 2 Folgen, okay. Ich wollte gerade mit dem kleinen Schwertkämpfer-Girl anfangen, aber die kommt dann mitten nur in einer Folge vor. Ich versuche gerade irgendwen zu finden, der kein Hufflepuff ist. Also, wie gesagt, Omino. Ja, Umino wäre Slytherin, glaube ich, hast du recht. Vor allem der Creepy Crystal Umino. Genau, ja. Rio ist Ravenclaw. Ja, der ist sowas von Ravenclaw. Er hat Ravenclaw erfunden. Nee, das ist Ami. Ja, okay, stimmt. Sie hat Ravenclaw erfunden. Wen haben wir denn überhaupt noch? Frau Sakurada, Yuichiro, Opa Hino, Usagis Familie. Ja, es sind halt alles so Hufflepuffs. Ja, gefühlt schon, ne? Ja, also, Frage beantwortet. Die nächste Frage kommt von Lopis Lazuli. Ich hätte eine Frage zu den Mews und ich bin raus. Okay, nein, ich lese sie zumindest vor, aber ich werde nicht viel dazu sagen können. Weißt du zufällig, warum der Cast Merkur, Mars, Venus, Jupiter, Moon von Nouveau Voyage zu Amour Eternal geändert wurde? Hätte nicht zum Beispiel Satomi beim Mouvement Final wieder Usagi spielen können, also zeitlich gesehen? Ich weiß, es wäre dann organisatorisch schwer gewesen, wieder zu tauschen. Und ich mag auch Hotaru und die anderen aus dem neuen Cast, in Klammern Yume, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, kleiner 3, Klammer zu. Aber warum wurde das überhaupt alles getauscht und warum wurden die anderen nicht getauscht? Das hat mich schon die ganze Zeit gewundert. Okay, ich denke, ich kann das einfach beantworten. Das passiert halt. Du musst Leute austauschen, weil sie nicht passen, weil sie nicht wollen, weil sie nicht können. Sowas passiert. Ja, ich muss aber sagen, gerade da finde ich es auch ein bisschen weird, weil es sind halt wirklich gleich alle 5 der Inners gewesen. Aber naja, wie du schon sagtest, es ist ziemlich normal. Bei den alten Musicals wurden ja auch dann gerne mal die Leute ausgetauscht. Zwar eher einzeln, aber halt doch auch schon ganz gerne mal mehrere auf einmal. Also von daher, ich bin nicht sicher, warum. Es kann halt verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass Schauspielerinnen halt einfach nicht können, dass die halt nur bis dahin den Vertrag haben und dann machen sie was anderes. Tja, vielleicht ist es ja auch, weil sie wollen, ja, wir machen jetzt so ein bisschen Marketing und wir können werben mit, oh, wir haben einen neuen Cast, Leute, schaut her, schaut die neuen Mitglieder an. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das auch ziemlich doof finde. Also gerade die letzten paar Musicals wurde ja sehr viel der Cast getauscht. Und ja, das ist schon schade, weil so haben halt die Schauspielerinnen gar nicht wirklich die Möglichkeit, sich ganz in die Rolle einzuleben, wenn sie halt nur für ein Musical dabei sind.
Sondern ja, normalerweise wirst du halt immer besser, je mehr du da mitspielst. Und es waren ja auch Leute dabei, die die Fans sehr gefeiert haben. Von daher weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum das dann geändert wurde. Ich würde fast mal davon ausgehen, die haben die Verträge nur von Jahr zu Jahr verlängert. Ja. Und jetzt, so ungern wir das wahrscheinlich hören, Sailor Moon ist auch nicht das Ultra-Prestige-Projekt, wo du denkst, da lasse ich alles andere für sausen und mach die und nehm die Rolle. Also generell, ich glaube, das ist halt einfach so ein japanisches Showbusiness-Ding. Also nicht nur bei den Sailor Moon Musicals, sondern auch generell auch bei Idol Groups. Da ist es ja tatsächlich auch so, dass einfach Mitglieder irgendwann gehen und dann neue Mitglieder dazukommen. Das ist da ja auch total normal. Von daher, ich schätze mal, das ist bei den Musicals genauso. Man hat da einfach diese Kultur von wegen, ja, da kommen halt neue dazu, da gehen Leute weg, damit es halt immer aufregend bleibt, damit man immer neue Leute sieht. Kann man Vielleicht auch, neu. damit man neuen Leuten eine Chance gibt, ich weiß es nicht. Und man kann, und man kann mit anderen Leuten schöne, nachbearbeitete Hochglanzfotos machen. Tja, Im also wie Ernst, die gesagt. Fotos in den Programmheften, die sind der Wahnsinn! Ich weiß, guckt euch meine Reviews dazu an. Ja, wie gesagt, ich finde es auch eigentlich schade, dass da so viel getauscht wird, vor allem die letzten paar Musicals. Aber naja, kann man nichts machen, ist halt leider so. Aber das heißt natürlich nicht, dass die neuen Castmitglieder nicht auch gut sind. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass, oh Gott, wie jetzt will ich den Namen, Satomi, nicht mehr Sailor Moon war. Aber ansonsten war mir das zum großen Teil ziemlich wurscht. Also den Cast in La Reconquista finde ich aber eigentlich auch besser als den, der danach kam. Die einzige Ausnahme ist vielleicht noch Yume, die Army, die finde ich ein bisschen besser, aber ansonsten finde ich leider halt eigentlich alle von dem La Reconquista Cast besser als als die Leute danach. Ja, gut, vielleicht ist es mir auch bei den anderen einfach egal, weil Sailor Moon ist halt wichtiger. Aber gerade, also wie Lapis Lazuli auch schrieb, gerade bei Satomi ist es ja weird, weil sie war ja in Le Mouvement Final wieder dabei. Und sie, also als Kosmos ja dann. Ja, ich denke mal, sie wollten nicht zurücktauschen. Ja, das verstehe ich dann aber auch, weil es wäre ja auch weird gewesen. Aber sie hatten sie halt und haben, also, ne, da wird irgendwer die Idee gehabt mit mir, hey, die hätte Zeit, die könnte doch jetzt unsere Kosmos spielen. Oh ja, super Idee, frag die mal an. Ja. Gut, nächste Frage von Pascal. Gegenfrage, bist du ein Chamäleon? Es ist nicht wirklich eine Frage, oh. Aber etwas Unlogisches aus meiner Sicht ist mir aufgefallen. Das ist klasse. Es geht um den Star-Arc in Sailor Moon Crystal. Wait, what? Ich glaube, es geht noch nicht mal um den Stars Arc, es geht um den Black Moon Arc. Okay. Der Weird. Stars-Arc. Hab ich zu lange geschlafen? Nachdem Jupiter, Mars und Mercury von Sailor Moon auf Nemesis befreit wurden. Okay, ich versuche mich gerade zu erinnern. Spricht Neo Queen durch Sailor Moon zum Anführer Prince Demand. Ah ja, die Szene, okay. Die drei Senshi erkennen sehr schnell, dass die Worte von Neo Queen stammten. Ja, und? Was ist daran jetzt Ja, unlogisch? lies mal weiter. Ach so, das ist noch eine andere. Ich dachte, das wäre schon die nächste Frage darunter. Eine zweite Situation: Die Senshi könnten dank des Raumzeitschlüssels fliehen und alle begrüßen voller Freude King Endymion, Sailor Pluto und Venus am Raumzeittor. Jetzt zum Unlogischen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die drei geretteten Senshi hatten bisher keine Berührungspunkte zu den Personen, dass sie seit Anfang des Stars Arc gefangen waren. Also, okay, das, Es ist der Black Moon Arc. ja, das Black Moon Arc, der hat doch auch einen Namen. Ach ja, Invasion. Nee. Nee, gar nicht. Der hat da eigentlich keinen Namen. Die ersten beiden Arcs haben keinen eigenen Namen. Deshalb nenne ich sie immer einfach nur da Kingdom und Black Moon Arc. Ach, stimmt, ja, hast recht. Aber die haben doch, die haben dieses Schema, die haben immer das, Operation XY. Ja, Das ist der genau. Operation Arc, so. Operation Arc. Operation Re-irgendwas. Ja, immer mit R. Oder glaube ich sogar immer mit Re, ne? Ja. Egal! Da sie seit Anfang des Arcs gefangen waren. Sie können nicht wissen, wer aus Sailor Moon spricht, da sie Neo Queen erst später kennenlernen und von deren Existenz bisher nicht wussten. Jetzt weiß ich die Szene nicht genau. Erkennen sie denn Neo Queen oder merken sie nur, dass es nicht Sailor Moon ist? Ich glaube, sie erkennen wirklich Neo Queen. Dann ist Quatsch. Ja, und auch das mit, dass sie dann auf Pluto und King Endymion zurennen. Ja, stimmt. Das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, aber klar. Die drei können die gar nicht kennen. Die sind ja schon die ganze Zeit da gefangen gewesen. Das ist Vielleicht echt weird. hat irgendeiner vom Black Moon Clan mit denen geredet.
Nee, das glaube ich nicht. So schön, der gute alte Kerker-Talk. Der gute alte Kerker-Talk. Ja, du hast da Leute in einem Käfig, die müssen dir zuhören. Keine Ahnung. Nee, es ist unlogisch. Nein, natürlich ist es unlogisch. Ich versuche da gerade nur die Scheiße zu polieren. Was sagt ihr zu dieser Sache? Unlogisch, oder? Yep. Yep. Erklärbar und existiert dieser Logikfehler auch im Manga? Da der Manga in fast allen Punkten mit Crystal identisch ist, würde ich mal annehmen, ja. Ja, soweit ich mich erinnere, schon. Also es gibt schon einige Änderungen, aber jetzt nichts Großes und das ist auf jeden Fall auch so. Ich freue mich auf eure Meinung und entschuldige mich für den langen Text. Ach, das war doch kein langer Text, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Kannst du wieder machen. Nächste Frage, also Moment, erstmal markiere ich, die hat gelesen. So, nächste Frage von Lionheart. Gibt es etwas, was du dir an neuem Stoff aus dem Sailor Moon Universum wünschen würdest, nachdem Crystal Arc 5 abgeschlossen sein wird? Und was wäre es? Und was wäre es mit welchen Erwartungshaltungen? Ja, reden wir jetzt über Dinge, die wir uns wünschen? Oder über Ja. Dinge, die wir uns wünschen, von denen wir auch nur annähernd die Hoffnung haben, dass das jemals passiert? Wir sagen jetzt einfach mal, was wir uns wünschen. Also ich würde mir viel wünschen. Ich bin auch eigentlich über alles glücklich, was dann kommt. Hauptsache, es kommt irgendwas und es ist einigermaßen gut. Ich glaube, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre so eine Art Spin-off als oder halt so ein Prequel mit der Story von Silver Millennium. Grundsätzlich ja, aber ganz ehrlich, Prequels sind eine Sache, davon gibt es im Moment in allen Medien viel zu viel. Ja, schon, aber ich würde das gerne sehen. Ich glaube, das ist das, was ich von allen Sachen am meisten, was ich von allen Sachen am meisten sehen würde, wollen würde. Ich glaube sogar lieber als eine Fortsetzung. Denn klar, ich würde mir eine Fortsetzung anschauen, es wäre spannend. Aber ich hätte da echt die Befürchtung, dass das gewaltig in die Hose geht. Weil Sailor Moon ist eine abgeschlossene Story und es hatte ein schönes Ende und es ist nicht dafür ausgelegt, dass da noch was hinten dran getackert wird und es kann halt ganz schnell schief gehen. Auch ein Prequel kann ganz schnell schiefgehen, aber weniger. Na, in Prequels kann einiges schief gehen, weil du kannst Ja, eine Menge. schon, aber ich habe trotzdem das Gefühl, bei einem Prequel würde weniger schiefgehen. Weil, also, ein Prequel hat halt immer das Problem, du kannst nicht wirklich Spannung aufbauen oder nur schwierig, wenn alle wissen, was am Ende passiert. Und das ist bei einem Prequel halt so. Ja, richtig, aber da ist halt auch die Sache, ja, es ist ja quasi schon festgelegt, wie es endet und wie es weitergehen muss. Das heißt, wenn man jetzt nicht komplett auf die restliche Story scheißt, dann muss man sich an die Regeln und das alles halten. Bei einer Fortsetzung kann man dann alles komplett in die Scheiße reiten, indem man da so viel Zeug dranhängt, dass es da gar keinen Sinn mehr gibt. Ja, ich habe nur Angst, dass dann irgendeiner keinen Sand mag. Also ja, aber natürlich, eine Fortsetzung könnte auch cool sein, aber das halte ich für unfassbar unwahrscheinlich, eigentlich quasi unmöglich. Also eine direkte Fortsetzung wäre eine Katastrophe. Ja. Was man machen kann, ist so eine Fortsetzung in ferner Zukunft. Also, und noch, damit meine ich Ja. noch nicht mal drittes Jahrtausend, sondern noch später. Irgendwann zwischen Silver Millennium und Sailor Cosmos. Ja, das könnte schon wieder okay sein. Zum Beispiel jetzt sowas wie mit Chibi Moon und dem Sailor Quartett oder sowas. Ehrlich Also. gesagt, weil ich Chibi Moon nicht mag, ich möchte noch nicht mal Chibi Moon. Am liebsten so Chibi Moons Enkeltochter. Da können wir irgendwann anfangen, drüber zu reden. Ja, das wird dann noch eher funktionieren. So, dass du wirklich, also es muss so viel Zeit vergangen sein, dass eigentlich wirklich alle direkten Verbindungen gekappt sind. Dann könnte funktionieren, aber was ich wirklich haben möchte, also Prequel wäre cool, wenn es gut gemacht ist, aber was ich wirklich gerne hätte, wäre ein komplettes Reboot. Dass man so mit den heutigen filmemacherischen Fähigkeiten und Erkenntnissen rangeht und man macht jetzt nochmal die gleiche Geschichte, nur anders. So quasi der Ansatz vom Anime oder von PGSM, dass man da rangeht und sagt, wir nehmen den Grundstoff und basteln was draus. Das wäre auch nice. Also, es gibt halt immer noch nicht so wirklich eine perfekte Version von Sailor Moon. Irgendwie alles hat halt so seine Vor- und Nachteile, was natürlich auch gut ist. Aber man könnte da schon auch noch was rausholen. PGSM war da schon ziemlich gut dabei, aber da, es ist halt Live-Action und die Effekte sind nicht gut. Entweder man könnte sowas wie PGSM als Anime machen, oder man macht halt was komplett Neues, was aber genauso gut ist wie PGSM.
Ich weise dann an der Stelle nochmal auf obligatorisch darauf hin, dass es diese Idee gab, Sailor Moon sollte eine Space-Oper sein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber das ist so abgefahren, der Gedanke, das würde ich mir zumindest angucken. Ja. Also ich würde mir alles damit angucken, natürlich. Aber es müsste dann natürlich auch cool sein. So, und die Krux ist, Nichts wenn davon wird passieren. nichts davon wird passieren, weil Naoko Takeuchi irgendwie einen Nagel im Kopf hat und alles muss genauso sein wie in ihrer Story. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ganz vielleicht, wäre ein Sailor V-Anime. Auch den würde ich gern sehen. Und vielleicht noch sowas wie irgendwelche OVAs zu den Short Stories oder vielleicht noch so ein Kaguya-Film, weil der ist ja auch aus dem Manga. Aber irgendwas, was nicht vom Manga ist, das halte ich für unwahrscheinlich. Tatsächlich, also dass wir so Filme kriegen, so und jetzt das ein neues Abenteuer mit Sailor Moon. Das halte ich noch mit fürs Wahrscheinlichste. Ja, okay, ja, das könnte man noch machen. Irgendwie keine Fortsetzung, aber irgendwas, was so Also in dem dazwischen. Stil der alten Kinofilme. Ja, also irgendwas, was halt so dazwischen spielt oder was vielleicht sogar in einem alternativen Universum spielt und halt keinen Einfluss auf die Story hat. Das? Ja, das wäre sogar noch wahrscheinlicher als eine Fortsetzung oder sowas. Das finde ich auch cool. Dann kriegst du so Sailor Moon-Filme, so wie Dragon Ball-Filme, wo ja Oder wie auch keiner Detektiv. dann. Oder wie Ja. Detektiv Conan-Filme. Ja gut, die spielen ja im Kanon, die haben nur keine Relevanz. Ja, also die fügen sich ja nicht in die Serie ein, sodass du die gesehen haben musst, sondern die machen ja immer so ihr eigenes Ding und selbst wenn sie mal auf irgendwas in der Hauptstory Bezug nehmen, dann kappen sie am Ende trotzdem alle Verbindungen, sodass es war, als wäre das nie passiert. Genau, und bei Dragon Ball war es lange so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Ich glaube, die neuesten Filme gehören zum Serienkanon, aber die alten Filme, da wurde immer gesagt, wir machen hier einfach Dragon Ball-Filme, scheißt auf den Kanon. Tja. Es gab da irgendeinen Film, wo Chao Zu irgend so ein chinesischer Kaiser ist. Also da haben sie wirklich gewaltig umgegraben. Naja, das halte ich noch mit fürs Wahrscheinlichste. Und das ist auch etwas, was ich sogar gerne sehen würde. Das wäre nice. Und ja, Sailor V. Ich denke da, also am allerwahrscheinlichsten, wenn überhaupt noch was kommt, glaube ich, Sailor V. Ja, und was natürlich auch wahrscheinlich ist, sind neue Musicals und andere Bühnenshows. Darauf freue ich mich natürlich auch immer. Ich würde mir aber auch wünschen, dass man auch hier ein bisschen experimentierfreudiger ist und jetzt nicht wieder anfängt, die ganzen Arcs genauso wie im Manga durchzukauen, auch wenn diese Shows sehr cool sind. Man dürfte sich ruhig mal wieder ein bisschen was Neues trauen. Bei den Ja. Musicals ist es ja nicht so schlimm. Also, selbst die neuen Musicals haben ja einige Änderungen eingebaut und das dürfte man gern noch mehr machen. Update dazu: Mittlerweile gibt's ja tatsächlich eine ganz neue Story bei den Musicals, nämlich bei dem neuesten Musical, dem Festival Chronicle. Auch wenn es jetzt keine ultra bahnbrechende Story ist, aber es hat mich sehr überrascht, dass man da doch was Neues gemacht hat. Das hätte ich wirklich nicht geglaubt bei den neuen Musicals, die sich ja ansonsten auch sehr an den Manga halten. Also, es gibt noch Hoffnung. Ja, du, die Fans sind, glaube ich, auch nicht das Problem dabei. Ich glaube, Naoko Takeuchi hat so ein Trauma von Sachen, die in den ersten Jahren mit ihrem Manga, verdammt noch, Gemacht wurden. gemacht wurden, so wie gewisse Anime-Dubs, illegales Merch, Änderungen im Anime. Fand sie alles nicht ganz so gut. Wobei, ganz ehrlich, das mit dem illegalen Merch, das habe ich noch nie verstanden, weil das Einfrieren der Lizenzen hat ja daran nichts geändert, weil es war ja schon vorher illegal. Ja, klar, aber. Ich glaube, sie war halt dann irgendwann so ein bisschen, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr, dass ihr hier machen könnt mit meinem Zeug, was ich will, jetzt machen wir gar nichts mehr. Ja. Uhu. Ja, ich meine, einerseits ich verstehe es, aber andererseits, dass sie da heute immer noch so penibel ist, das verstehe ich nicht, weil heute wird ja wirklich alles genauso gemacht, wie sie es will. Und sie könnte ja heute so Verträge machen wie, ja, wir machen das, aber nur so, wie ich das möchte. Aber selbst da ist sie ja sehr zaghaft. Ich möchte auch mal wissen, ob sie das wirklich persönlich ist. Oder ob sie das irgendwann mal festgelegt hat und seitdem hat einfach keiner mehr getraut zu fragen. Ich Was meine, gut, du meinst musst ja du? bei ihr Angst haben, wenn du ihr nur die falsche Frage stellst, dass sie gleich wieder die Lizenzen einfriert. Tja. Okay, ja, so viel dazu. Nächste Frage. Von Georgi oder Georgi, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich Georgie. Ich hätte eine Frage für den Podcast zu den Inner Senshi. Wir hatten noch keine einzige Zeitreisenfrage. Was ist denn los?
Oh mein Gott, schämt euch. Ah, okay, ich sehe schon, die nächste ist eine Zeitreisenfrage. Alles gut. Ach ja, stimmt. Fonjo, also ja, meint ihr, die werden im Erwachsenenalter so reich, dass sie sich dann jeweils ein Heli kaufen, um damit zur Arbeit zu fliegen? Also die Inner Senshi. Das ist so ein Bienenschwamm. Brrr. Irgendwann kommen die alle angeflogen in den Helis, die ganze Sailor Senshi-Truppe, jeder in einem Einzelnen. Das ist auch nur logisch weitergedacht von diesen komischen Surfbrettern. Ich sag's nur. Ja, stimmt. Formationsflug. Sailor Senshi zu den Helikoptern. Gott, wie in irgendeiner amerikanischen Serie, wo es nur darum geht, Spielzeug... Gut, nicht, das war bei Sailor Moon genauso. Wo es nur darum geht, Spielzeug zu verkaufen, wait. Ja, das ist mir gerade auch aufgegangen. Dann müsste es aber wirklich so pinke Helis sein, also voll Plastik aussehen. Ja, und es hat natürlich auch jeden anderen. Natürlich, und die haben alle Namen und die können alle was. Ja, klar, die haben leuchten, die alle. Aber komm, wie die heißen, das wüssten wir. Ja, Ainomaru. Genau so. Misunomaru. Schön. Tsukinomaru klingt einigermaßen cool sogar. Ja, der Rest klingt eher so ein bisschen meh. Die Frage ist geil. Achso, um die Frage zu beantworten, meint ihr? Nein, meinen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass einfach Haruka und Michiro denen welche sponsern und sie kaufen einfach jeder ein Heli. Die haben ja auch gar nicht so viel Zeit, um so reich zu werden. Wann ist nochmal Weltuntergang? Du meinst Crystal Tokyo? Ja. Wenn sie 22 ist. Ja, also da müssen sie sehr schnell reich werden. Nee, ich sehe das schon kommen. Haruka und Michiro sponsern denen einfach alle Helis. So zum so Weihnachten oder so. Lassen sponsern. Ja, von ihren Sponsoren. Da ist irgendwas im Busch, ich bleib dabei. Entweder ist das die Mafia oder da läuft irgendwas. Oder die Furuhatas. Stimmt. Ja, haben wir ja schon mal gesagt, das sind die Furuhatas sind's. Okay, nächste Frage. Letzte Frage. Mhm. Von Saphandra Nox. Wahrscheinlich eher Saphandra. Saphandra, heißt das was? Bestimmt, aber ich weiß es nicht. Also Nox heißt Nacht, das ist auf jeden Fall klar. Ja, aber klar. Egal. Ich habe die Frage schon mal gestellt, aber war mir nicht sicher, ob ich die Antwort verstanden habe. Ist der Pink Moon Crystal nicht ein separater Sailor Crystal, der aus einer Träne Chibiusas entstand, als dass er Silver Moon Crystal aus der Zukunft ist? Ja, das ist so eine Sache, das verstehe ich auch nicht ganz. Weil es ist schon so, dass Chibiusa in der zweiten Staffel weint, also da kommt wirklich... Also, ja, da kommt halt auch wirklich die Träne aus ihr raus und dann hat sie da ihren eigenen Silberkristall. Aber ich fände es irgendwie weird, wenn es dann plötzlich einfach zwei Silberkristalle gäbe in derselben Zeit. Weil, ich meine, die alte Queen hat ihren ja einfach auch weitergegeben an ihre Tochter. Von daher, es könnte aber natürlich auch sein, dass der Kristall sich dann quasi einfach so in sie Es könnte natürlich sein, dass der Silberkristall sich in sie rein teleportiert. Ja, also... Ich weiß, das klingt auch doof, aber also Usagi hat ja zu dem Zeitpunkt beide Silberkristalle. Und es könnte ja sein, dass sich der eine quasi zurück zu Chibiusa teleportiert und dann wieder aus ihr raus. Ich weiß, das wäre doof, aber ich fände es andersrum auch doof. Es ist irgendwie jede Variante doof. Ich glaube, ich habe das schon mal in meinem Video zum Thema Silberkristall gesagt. Einfach nicht drüber nachdenken. Der Silberkristall ist leider ziemlich inkonsistent. Ja, und ich, das ist halt wirklich so die Sache. Ist das ein neuer Kristall oder ist das der Kristall aus der Zukunft? Ich kann mal ganz kurz gucken. Das Dumme ist, der Silberkristall hat leider die dumme Eigenschaft, dass er im Zweifel die Regeln dieser Welt einfach ändert. Ja, und vor allem bei Chibiusa ist halt auch ein bisschen was anders als bei der vorherigen Generation. Das ist ja auch das Zeug. Ich google hier mal ganz kurz, ob ich im Wiki was finde. Ja, der Pink Moon Crystal ist der Silberkristall, danke dafür. Und der Silberkristall, okay, bringt nicht wirklich viel. Na, ich finde hier leider nicht wirklich was.
Andererseits wäre es halt aber auch weird, wenn Chibiusa dann plötzlich einfach den Sternenkristall ihrer Mutter hätte und die hat dann gar keinen mehr. Ja, gut, von daher könnte man sagen, dann macht es wieder Sinn, dass es da plötzlich zwei Silberkristalle gibt, weil Neo Queen lebt ja noch. Ich fände es trotzdem weird, aber es wäre auf irgendeine Art und Weise logisch. Man könnte natürlich sagen, ja, der neue Silberkristall erbt einfach die Kräfte des alten. Ja, das könnte natürlich auch sein. Okay, also in den ganzen Wikis klingt es für mich jetzt so, als sei das ein neuer Kristall, also als hätte Chibiusa jetzt einfach einen zweiten und ihre Mutter hat auch immer noch einen. Wie gesagt, ich finde, das ergibt nicht in allen Punkten tausendprozentig Sinn, aber naja, ich schätze mal, so wird es dann wohl sein. Aber wie gesagt, beim Silberkristall einfach nicht zu viel drüber nachdenken. Der Es ist generell ein bisschen inkonsistent. Silver Crystal Trumps Logic. Frage beantwortet. Und damit haben wir auch alle Fragen beantwortet. Glaube ich, ja, Zumindest alles. alle, die wir bisher hatten. Oh, eine Frage kam noch an dich, nämlich ob du mal wieder Moon Trash machst. Die habe ich aber schon im Chat beantwortet und die Antwort lautet ja. Sehr gut. Aber wenn dieses Video online geht, dann ist die Frage wahrscheinlich schon durch Fakten beantwortet. Vermutlich. Weil das habe ich also. Ihr wisst ja nicht, wann wir aufnehmen, aber ich habe eigentlich die Absicht, an diesem Wochenende noch eins zu machen. Und dann wird das auch Montag direkt live gehen. Okay, nice. Also im Vergangenheitsmontag, von dem ihr nicht wisst, wann er ist. Es sei denn, ich habe das Video hochgeladen, dann könnt ihr es ungefähr abschätzen. Dann könnt ihr euch jetzt zusammenreimen, wann wir dieses Fragen-Special aufgenommen haben. Nein! Ja, doch. Falls ihr noch mehr Fragen habt, dürft ihr das immer gerne zum Beispiel hier runterschreiben oder woanders. Ihr müsst dann halt dazu schreiben, dass es für den Podcast ist. Oder ganz einfach, ihr geht in unseren Discord-Server, da gibt es ein schönes Mooncastle-Postfach, das genau dafür da ist. Genau, dafür müsst ihr auch kein Servermitglied sein, da kommt ihr einfach so rein und ja, stellt Fragen. Fragen sind geil. Wir machen diese Frage-Beantworte-Specials total Spaß und wie ich das so mitgekriegt habe, euch ja auch. Ja, ich liebe die auch. Wir versuchen immer zu helfen. Und ja, was heißt zu helfen? Und schreibt auch ruhig Theorien, da reden wir auch gerne drüber und dann sagen wir, warum das Schwachsinn ist. Und manchmal ist sogar eine gute dabei. Okay, nice. Ja, dann haben wir sonst noch was zu sagen? Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek. Wunderschön. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt gern Kommentare, auch wenn es keine Fragen sind. Hinterlasst doch gerne einen Like oder ein Abo oder schaut bei Mad Eye vorbei. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Ciao!